Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Nach einigen Wochen der krankheitsbedingten Ausfalls wollen wir heute weitermachen und heute eine der allerschönsten Passagen im gesamten Evangelium anschauen. Eine der allerschönsten Verheißungen, die Jesus überhaupt gegeben hat. Und wenn man ein bisschen den historischen Hintergrund kennt und ein bisschen das studiert, wird es immer schöner. Also ich kann euch nur ermutigen, es sind nur drei Verse, aber die sind ein wahrer Schatz. Und beim Studium habe ich mich so gefreut, dass sowas in der Bibel steht. Gott ist wirklich gut und die Botschaft, die er heute für uns hat, glaube ich, die ist für jeden von uns ganz dringend wichtig. Wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und dann gleich loslegen. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für die Schönheit des Evangeliums, für die Schönheit deines Charakters. Und danke, dass wir jetzt diese Worte von Jesus in Johannes 7 studieren können. Bitte sprich du zu unseren Herzen. Lass den Geist, von dem Jesus gesprochen hat, auch in diesem Raum und wo überall Menschen das jetzt hören und sehen werden, gegenwärtig sein. Aber nicht nur in dem Raum, sondern in unseren Herzen, in unserem Gedanken, damit die Worte von Jesus unser Herz erreichen und verändern. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns so mit deinem Geist erfüllst, dass wir zu einer Quelle des Wassers für andere Menschen werden und dass wir in unserer tiefen Liebe zu dir gar nicht anders können, als anderen Menschen zu erzählen, wie du bist. Herr, lösche heute unseren geistlichen Durst und hab Dank, dass du versprochen hast, das zu tun. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 7. Ihr wisst, wir sind bei dieser interessanten Geschichte in Johannes 7, als Jesus nach Jerusalem gegangen ist und dort dann gelehrt hat. Ihr wisst noch sicherlich, was für ein Anlass bestand. Welches Fest wurde gefeiert? Das Laubhüttenfest. Und wir haben gesagt, das war das Laubhüttenfest, weiß ich immer noch, in welchem Jahr? Das Laubhüttenfest. Ja, also fast genau. Also in welchem Jahr? Also im Jahre 26 oder 25? Nein, es war im Jahre 27 war die Taufe. Es war im Jahre 30, haben wir gesagt. Ja, im Jahre 30, ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Das letzte halbe Jahr. Und nachdem Jesus einige Feste ausgelassen hatte, war er jetzt in Jerusalem wieder. Er hat gelehrt und wir haben gesehen, dass es geteilte Meinung über Jesus gab. Es gab einige, die waren begeistert von ihm, andere haben ihn abgelehnt. Und wir haben das gesehen, wie das so hin und her geht und wie vor allem die Obersten versucht haben, ihn zu ergreifen. Ihr erinnert euch daran, es lag ja immer noch dieses Gerichtsverfahren im Raum wegen dem Kranken am Teich Bethesda, den er anderthalb Jahre zuvor geheilt hatte. Das war immer noch Gegenstand der Debatte. Und das Letzte, was wir gesehen haben, dass Jesus dann ankündigt, in Vers 33, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Also Jesus kündigt nicht nur seinen Tod an gegenüber den Jüngern, sondern hier kündigt er sogar seine Himmelfahrt an und sagt, ich werde zu meinem Vater gehen und die Idee ist, dann werdet ihr mich nicht mehr finden. Ja, in Vers 34, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ja, später sagt den Jüngern, ihr kennt den Weg, wo ich bin, ja, aber ihnen sagt er, wo ich bin, könnt ihr nicht kommen. Und jetzt ist die Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Mehrere Tage geht das also so, dass Jesus lehrt im Tempel und es Aufregung gibt über ihn. Und wir lesen jetzt in Vers 37 und wer möchte, kann mal wir lesen mal Vers 37 bis 39 komplett, dass wir einmal einen Eindruck bekommen. Wer mag mal lesen? Vers 37 bis 39. Okay, super, danke schön. Fangen wir mal vorne an. Es war der letzte Tag. Der wievielte Tag ist das beim Laubhüttenfest? Der letzte Tag. Das heißt ja, der letzte Tag, der große. Wie viele Tage ging das Laubhüttenfest?
7, genau, schauen wir mal kurz nach. In 3. Mose 23, lasst euren Finger hier in Johannes, wir kommen ja immer wieder zurück. In 3. Mose 23, da haben wir ja die 7 Feste Israels. In 3. Mose 23 und dort Vers 36, dort heißt es, 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werkstagarbeit tun. Also, weiß jemand von euch, an welchem Tag das Laubhüttenfest begann? Genau, am 15. Tischri, ja, 15.7. Und dann ging es also, wann war also der große Tag? Also 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. Und dann kommt der 22. Also wir können tatsächlich, das ist eine der wenigen Aussagen von Jesus, die man auf den Tag datieren kann. Ja? Es war der 22. Tischri, der 22.7. im Jahre 30. Ja? Das wird halt irgendwann Ende September, Oktober gewesen sein, wahrscheinlich im Oktober irgendwann. Das genau in deutsche, in heutige Zeit umzurechnen, ist sehr kompliziert und auch nicht immer ganz sicher, aber das ist ein anderes Thema. Das war der letzte Tag, der große Tag. Und was war das Besondere an diesem großen Tag? Es sollte ja, jeden Tag war ja Fest, aber das war nochmal so ein Abschluss sozusagen. Ja, was war das Besondere hier? Habt ihr gelesen in Vers 36? Was war das Besondere an Vers, an 22. Tischri? Es war eine Versammlung, man sollte zusammenkommen und, was ist noch? Ein Feueropfer darbringen, genau, und was noch? Keine Arbeit. Wie nennt man einen Tag, an dem man nicht arbeiten darf? Ein Sabbat, aber das ist nicht ein 7. Tag-Sabbat, sondern wie nennt man so einen Sabbat? Ein Festsabbat, genau, das sind diese berühmten Festsabbate, könnt ihr euch erinnern? Immer wenn man über den Sabbat predigt, predigt man über die Festsabbate, ja? Weil es ja den Text bei Kolosser gibt, dass niemand euch, also ihr sollt euch nicht, da geht es um die Sabbate, nicht wahr? Niemand soll euch schlechtes Gewissen machen wegen den Sabbaten, da geht es um diese Festsabbate. Und die erwähnen wir immer, aber wir studieren die eigentlich nie so richtig selbst, nicht wahr? Aber das ist eine Aussage, die Jesus an einem Festsabbat macht. Ja, wir wissen gar nicht, welcher Wochentag das war, aber das war so ein Festsabbat. Es war der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Das wievielte Fest war das Laubhüttenfest? Das vierte? Wie viele Feste gab es insgesamt? Das letzte vor dem Auszug? Ja. Das war, also wie viele Feste gibt es? 7. Passa? Ungesäuerte Brote? Erstlingsfrucht? Wochenfest? Posaunen? Großer Versöhnungstag und Laubhüttenfest. Das ist das 7. Fest. Das heißt, wenn das 7. Fest im Jahre 30 war, dann war es das letzte Fest des Jahres und es war der letzte Tag vom letzten Fest. Was ist das nächste Fest nach dem 7.? Das Passa. Und was würde am Passa geschehen? Im Jahre 31? Was würde am Passa geschehen? Jesus würde sterben. Mit anderen Worten, das war der letzte Tag, an dem alle Massen in Jerusalem zu einem Fest zusammenkamen, vor seinem Kreuzestod. Oder? Das war die letzte Gelegenheit, denn das nächste Mal, wenn alle Menschen zu einem Fest nach Jerusalem kommen würden, würde er bereits gekreuzigt werden. Das ist ganz interessant, weil wenn man das jetzt so liest, auf den ersten Blick denkt man, naja, Jesus stand halt einfach jetzt da und hat mal gepredigt. Ja? Das hat den ganzen Tag gemacht. Aber wenn man sich das chronologisch anschaut, stellt man fest, das war die letzte Möglichkeit nochmal in einer nationalen Menge, das zu sagen, was ihm wirklich wichtig ist. Alle waren noch da. So viele Menschen würden in Jerusalem bis zum nächsten Frühjahr nicht mehr zusammenkommen. Er war auch das letzte Mal hier, weil danach würde er wieder nach Galiläa gehen, ich war an andere Orte. Und wenn er das nächste Mal nach Jerusalem kommt, wie der Festsabbat ist, ist er tot. Der letzte Tag, der große Tag.
Deswegen ein Festsabbat. In Vers 39 heißt es sogar, so sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest der Ernte halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Ja, ein Feiertag, ein Festsabbat. Das heißt auch, wenn an diesem Tag niemand arbeiten durfte, was können wir über die Zuhörerschaft vermuten, die Jesus hatte? Viele. Warum? Weil keiner hat was zu tun, oder? Das ist also auch interessant. Ja, Jesus hat den ganzen, hat auch die Tage vor jeden Tag gelehrt, aber diese Worte in Johannes 7 werden jetzt herausgewählt, weil an keinem anderen Tag hat er so viele Zuhörer. Wir haben ja gesehen, auch am 15. war ein Festsabbat, aber am 15. war Jesus da schon in Jerusalem? War Jesus am 15.? Nee, warum? Er ist erst später gekommen, ja? Das heißt, den ersten Festsabbat vom Laubhüttenfest hat er verpasst. Weil ihr erinnert euch an die Geschichte mit den Brüdern, ja? Und dann ist er erst später gekommen und ist irgendwann aufgetaucht und angefangen zu reden. Das heißt, jetzt war die Gelegenheit, allen Menschen das zu sagen, was er wollte. Also das zeigt eigentlich, dass allein von der Chronologie, welche Bedeutung diese Worte hier gehabt haben. Das ist sozusagen, man könnte eigentlich sagen, fast schon sowas wie eine Art letzter Aufruf. Ich meine, es kommen noch viele Geschichten im Evangelium, aber für das Volk Israel als Ganzes ist das schon eine ziemlich kritische Situation. Aber der Tag war ein besonderer. An diesem Tag gab es nämlich, und das ist ganz interessant, wenn man das in den geschichtlich nachvollzieht, als Hintergrund für die Worte von Jesus eine ganz interessante Sache. Es gab ein besonderes Ritual. Beim Laubhüttenfest, das war ja sowieso sehr eindrücklich, könnt ihr euch daran erinnern? Wir haben gesagt, es gab so Gesänge und Prozessionen und die Leute haben dann in diesen Laubhütten gelebt, auf den Dächern, in den Straßen, auf den Plätzen. Das war, Ellenweit schreibt das an einer Stelle ja so, man hat den Eindruck, die ganze Stadt ist ein Wald geworden. Ja? Das muss ganz schön gewesen sein und die Kerzen und all das. Aber sie beschreibt, und auch andere historische Quellen beschreiben das, dass an diesem 8. Tag es ein besonderes Fest gab, ein besonderes Ritual. Und zwar ein Ritual, das daran erinnert hat, wie in der Wüste Mose den Felsen geschlagen hat und Wasser rauskam. Ja? Und jetzt, wie ist das gewesen? Es war so, ganz am Anfang des Tages, so wenn die Morgensonne über dem Horizont erschien, haben die Priester mit ihren Silbertrompeten einen lauten Ruf gegeben. Und da wussten wir, jetzt, heute, ist der große Tag. Ja? Und dann gab es Trompeten, die geantwortet haben, ja, von anderen Ortsteilen. Und dann hat man die Leute gehört, wie sie aus ihren ganzen Laubhütten gerufen haben. Ah, ja, heute ist der Tag, nicht wahr? So, und sie schreibt, dass das über die Hügel und über die Täler hinweg gehallt hat und hin und her ging so Echo. Und alle haben diesen Festtag willkommen geheißen. Und dann beschreibt sie, wie ein Priester aus dem, es gibt ja südöstlich von Jerusalem dieses Kidron-Tal, Wasser genommen hat aus dem Kidron-Tal, so ein Gefäß, und dann dieses Gefäß mit dem Wasser hochgehoben hat und dann zum Klang der Posaunen und zur Musik ist dieser Priester so im Takt der Musik zum Tempel gegangen, ja, und ist dann die Tempeltreppen hochgelaufen. Also ich dachte so, im Takt sozusagen, ja, was immer die gespielt haben. Ja. Also es war, ganzen Leute standen da, das war so richtig, so eine richtige Prozession, so ganz eindrücklich. Und dann hat er währenddessen gesungen, ja, einen Psalm, ja, unsere Füße sollen in deinen Toren stehen, Jerusalem, ja. Und dann hat er dieses Gefäß zum Altar gebracht und dann gab es dort zwei Becken aus Silber und es gab jeweils einen Priester dort und dann wurde in das eine Becken das Wasser hineingeschüttet und in das andere Becken wurde Traubensaft reingeschüttet, ja, und dann interessanterweise sind dann beide zusammen in eine Röhre zusammengeflossen und von dort dann Richtung Kidron-Tal und dann ins Tote Meer und so weiter. Eine ganz großartige Zeremonie, ja, die daran erinnern sollte, dass der Felsen geschlagen worden ist und Wasser hinauskam. Und in dem Zusammenhang
steht Jesus da und ruft, was haben wir gesehen? In Johannes 7, er ruft, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Sie beschreibt auch, dass die Menschen schon ein bisschen müde waren von den Zeremonien. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja, wenn man irgendwie so auf einem Camp-Meeting war oder so einer großen Veranstaltung und man ist von einer spektakulären Sache zur nächsten gegangen und irgendwann, man hat so viel äußerlich Grandioses erlebt, so viel Musik und so viel Klänge und so viel Licht, aber mitunter ist das Herz noch ganz leer. Und Jesus wusste das. Und Jesus sagt jetzt, wenn jemand dürstet. Er steht dort und ruft. Ja. Schaut sich das an, was die Leute da alle machen. Und dann, als die richtige Gelegenheit kommt, ruft er. Und zwar laut. Und allein das ist schon eine interessante Parallele ins Alte Testament. Schaut mal mit mir in Sprüche 1. Wir schauen ein bisschen an, woher Jesus diese Worte hatte und wie er auf diese Idee kam. In Sprüche 1 und dort Vers 20 bis 23. Sprüche 1, Vers 20 bis 23. Dort heißt es, die Weisheit ruft draußen laut. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Jetzt passt mal auf. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? Und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen. Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Jetzt, also der Salomo schreibt so quasi theoretisch, die Weisheit so personifiziert, die Weisheit steht auf einem Marktplatz und schreit, kommt zu mir, ich will euch meinen Geist geben. Und jetzt steht Jesus hier mitten in Jerusalem und sagt, kommt her zu mir. Ich will euch meinen Geist geben. Sagt die Bibel nicht auch irgendwo, dass Jesus unsere Weisheit ist? Ja, er ist unsere Weisheit. Das heißt, die Weisheit hier ist eigentlich schon ein Typus auf Jesus und auf das, was Jesus tun würde. Noch ein Beispiel in Sprüche Kapitel 8. Aber das Gleiche nochmal. In Sprüche 8. Vers 1 bis 3, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen hat sie sich aufgestellt. Zur Seite der Tore, am Ausgang der Stadt, beim Eingang der Pforten ruft sie laut. Ja, das heißt, Jesus stand da und er rief. Ja, er hat in dem Fall nicht einfach nur zu dem Nächsten gesprochen. Jesus hat oft auch persönliche Gespräche geführt, aber hier ruft er. Hier sieht man, das ist sein innerster Wunsch, alle zu erreichen. Er ruft mit lauter Stimme, kommt her. Er sagt, wenn jemand dürstet. Hat Jesus schon mal irgendwo dieses Bild vom Durst verwendet, um eine geistliche Lektion zu geben? Hat er irgendwo schon mal das Bild vom Durst haben verwendet, um deutlich zu machen, dass jemand eigentlich ein geistliches Bedürfnis hat. Wo? Am Brunnen. Und an was für einem Brunnen? Am Jakobsbrunnen. Ich weiß, die Samariterin kommt, da sagt er genau das. Ich war, wenn du wüsstest, was ich dir geben kann, du würdest das gerne haben wollen. Du würdest mich darum bitten. Warum? Weil die Frau kommt, um Wasser zu holen. Ja? Sie hat Durst, es ist mittags. Sie kommt, Wasser zu holen. Jesus verwendet das Bild. Aber nicht nur in Johannes 4 haben wir dieses Bild, sondern auch in Johannes 6. Wir sehen schon, gerade Johannes hat hier so einen Blick für diese Geschichten gehabt mit dem Dürsten. In Johannes Kapitel 6 und dort Vers 35. Johannes 6 und dort Vers 35. Da sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das Dürsten fällt immer so ein bisschen runter, weil bei dem Vers denkt man an das Brot und Essen. Ja? Aber er sagt nicht nur hungern, er sagt auch dürsten. Wer an mich glaubt, der wird nicht hungern, weil ich bin das Brot des Lebens und er wird nicht dürsten, weil Jesus ist das Wasser des Lebens. Mehrmals hat Jesus deutlich gemacht, wenn du trinkst von mir,
wirst du satt. Du wirst nicht mehr dürsten. Und er stellt jetzt die Frage, gibt es jemanden hier, der Durst hat? Weil er ist ja nicht dumm. Ganz und gar nicht. Er weiß genau, was er tut. Denn die Leute sehen Wasser. Sie erinnern sich in ihren Gedanken an die Geschichte von dem geschlagenen Felsen. Ja? Sie erinnern sich an die Geschichte von dem Volk Israel, das in der Wüste war und Durst hatte und kein Wasser gefunden hat. Und dann wurde der Felsen geschlagen und Wasser kam heraus und sie konnten ihren Durst stillen. Und Jesus weiß, sie alle denken daran. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, den er darüber erreichen kann, der darüber nachdenkt, in meinem Herzen gibt es einen Durst. Ich würde mir so wünschen, dass dieser Durst für mich gestillt wird. Und dieses Bild vom Durst haben, das kommt aus dem Alten Testament. Wie eigentlich alles, was Jesus sagt. Schaut mal mit mir, wir schauen uns ein paar Stellen an. In Psalm, wir fangen den Psalm an. Psalm 36 und dort Vers 9 und 10. Psalm 36, Vers 9 und 10. Da geht es um die Menschenkinder, sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, denn bei dir ist die was? Die Quelle des Lebens. Tränken heißt trinken. Ja? Sie trinken von dir, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Jesus spricht dann auch von dem Wasser des Lebens, nicht wahr? Das Wasser des ewigen Lebens. Und hier schon finden wir in Psalm 36 die Idee, bei Gott ist die Quelle des Lebens. Da kann man trinken. Gehen wir weiter. Psalm 42. Psalm 42 und dort Vers 2 und 3. Das ist ganz bekannt, das kennt ihr. Psalm 42. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. Was heißt lechzen? Der hat richtig Durst. Der wünscht sich so sehr zu trinken. Die Psalmisten hier, die Söhne Korahs, sagen, so wie ein Hirsch nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele, oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Hier haben wir diese also Idee. Eine Seele kann so Durst haben, wie ein Tier nach Wasser Durst hat. Oder auch wir als Menschen Durst haben. Und ihr wisst, wenn man Durst hat, das kann richtig unangenehm sein. Und man hält auch nicht lange durch, ohne zu trinken, oder? Was hält man länger durch? Ohne trinken oder ohne Essen? Ohne Essen hält man eine ganze Zeit durch, ja? Also, theoretisch. Ich habe das noch nicht so richtig ausprobiert. Ich denke, nach 2 Tagen war es schon Fasten, dass ich sterbe. Aber ohne Wasser hältst du nicht lange durch. Und das ist ein Bild dafür auch, nicht wahr? Dass wir ohne Gott nicht lange durchhalten. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn man so richtig Durst hat und man trinkt frisches Wasser, klares Wasser, kühles Wasser, wie das wohltut. Ja? Meine Seele dürstet nach Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kann in der Gemeinde sein und alle Zeremonien mitmachen. Die Lieder hören, die Orgel spielen, ja? Die Leute lächeln alle und man ist mittendrin und hat trotzdem Durst nach Gott. Jesus wusste, es gibt ganz viele, die sind am richtigen Ort, die tun die richtigen Sachen, singen die richtigen Lieder, sehen richtig aus, haben trotzdem Durst. Psalm 42. Schauen wir weiter. Psalm 143. Psalm 63, Entschuldigung. Psalm 63. Noch so ein Vers. Psalm 63. Das ist David, ja, und das schreibt David hier nach Vers 1, als er in der Wüste Juda war. Also da hat er das auch ganz praktisch erlebt. Vers 2. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, dass man am Morgen aufwacht und denkt, ich brauche Gott, ich muss jetzt gleich zu ihm. Das, was David beschreibt, ja, ich kann gar nicht den Tag beginnen, wenn ich nicht erst bei dir gewesen bin. Ja, meine Seele lechzt nach dir. Wie als wenn ich in der Wüste bin. Ja? Und dann wisst ihr, wo er dann hingeht? In Vers 3, wovon spricht er dann? Im nächsten Vers, um seinen Seelendurst zu stillen. Er spricht vom Heiligtum, nicht wahr? Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Gleich wie ich dich schaut im Heiligtum. Danach sehnt er sich. Jetzt Psalm 143. Ihr seht, das Thema kommt oft vor.
in der Bibel. Psalm 143 und dort Vers 6. Die Bibelschreiber, die wären richtig kreativ, um das in verschiedenen Metaphern auszudrücken. Psalm 143 und dort Vers 6. Ich strecke meine Hände aus nach dir. Das ist auch so ein Bild, nicht wahr? Hände ausstrecken. Meine Seele verlangt nach dir wie lechzendes Erdreich. Also nicht ein lechzender Hirsch, sondern ein lechzender Boden. Wonach lechzt der Boden? Nach Wasser. Und was passiert, wenn er kein Wasser bekommt? Wird er trocken und reißt er, ja, und sind unansehnlich. Und wenn Menschen nicht mehr mit Gott Gemeinschaft haben, dann werden sie trocken. Und dann sind es trockene Sabbathalter und trockene Zehntengeber und trockene Prophetenleser. Ja? Und vielleicht haben wir es in unserem eigenen Leben schon erlebt oder auch Menschen kennengelernt, die zwar die ganze Wahrheit kennen, aber in ihrer Seele trocken sind. Ja? Da, man hat nicht das Gefühl, dass sie mit Jesus Begegnung gehabt haben. Ja? Und das ist hier, was wiederum der David sagt. Meine Seele verlangt nach dir. Ich strecke meine Hände aus, wie ein Kind, das sagt, ich brauche dich. Ja, nimm mich auf. Ich strecke meine Hände aus. Und schauen wir, was die Antwort ist auf diese Bitten der Psalmisten. In Jesaja 12 und dort Vers 3. Jesaja 12 und dort Vers 3. Da geht es um die Erlösung, ja, um die Erlösten. Über sie wird gesagt in Jesaja 12, Vers 3, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ja. Da gibt es diese Quelle, bei Gott ist die Quelle. Und wer zu Gott kommt und wer die Erlösung annimmt, der kann schöpfen aus der Quelle. Der muss nicht sozusagen Second-Hand-Wasser nehmen, der muss nicht einfach das von woanders sich abklauben, der kann aus der Quelle schöpfen und zwar mit Freuden. Noch ein Vers in Jesaja, Jesaja 41, das ist ganz toll jetzt. Jesaja 41 und dort Vers 17 und 18. Da wird diese Idee von dem Durst wieder aufgegriffen. Jesaja 41, Vers 17 und 18. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Könnt ihr das sehen? Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Kennt ihr das Gefühl, wenn man nichts mehr getrunken hat und irgendwann klebt die Zunge am Gaumen, man ist so trocken? Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen. Also, wo würde man eher Wasser vermuten? Also, wenn ihr so in der Wüste Judas unterwegs seid und ihr sucht Wasser, wo würdet ihr nach Wasser suchen? Unten, ja, da in einem Tal, einem Bach, irgendwo vielleicht eine Quelle, aber doch nicht auf einer kahlen Höhe, oder? Niemand geht auf eine Höhe, niemand steigt auf einen Berg, wo keine Bäume wachsen, um nach Wasser zu suchen. Aber Gott sagt, ich will Ströme hervorbrechen lassen auf kahlen Höhen. Mit anderen Worten, was will er sagen? Da, wo man es nicht erwartet, da, wo vielleicht denkst du, ja, ich kann Gott nur erleben, wenn ich am Sabbat Vormittag im Gottesdienst bin, oder ich kann Gott nur erleben, wenn ich die Predigt von dem und dem höre, oder ich kann Gott nur erleben, wenn ich da bei so einem Camp-Meeting bin oder so, da erlebe ich Gott, ja, und jetzt muss ich warten, aber Gott sagt, nein, selbst in der größten Trockenheit, wenn du alleine bist in deiner Gemeinde, in deiner Familie, niemand sonst den Glauben teilt, wenn du alleine bist auf deiner Arbeitsstelle, alleine bist du deinen Freund, wenn du das Gefühl hast, niemand versteht dich, von niemandem bekommst du irgendetwas, mitten in der Wüste, wenn du dich zu Gott wendest, kann er dir Wasser geben. Auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler, ich mache die Wüste zum Wasserquellen und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Ich meine, ein Teich, er sagt nicht nur, ich mache die Wüste ein bisschen feucht, er sagt, ich mache die Wüste zum Wasserteich. Da steht das Wasser. Gott sagt, wenn du das Gefühl hast, dass dir geistlich etwas fehlt und du bittest Gott von Herzen, dass er dir hilft, wird er dir mehr geistlichen Segen geben, als du selbst ertragen kannst, also selbst tragen kannst und selbst verwerten kannst. Und zwar mitten in der Wüste deines Lebens, gerade jetzt. Übrigens, wer gibt das Wasser nach diesen Versen? Wer ist es, der das Wasser gibt? Was steht in Jesaja 41? Wer gibt das Wasser?
Gott Israels. Also dieses Bild wird immer, ich meine, die Psalmisten haben auch zu Gott gebetet, oder? Herr, ich suche dich. Ja, sie haben zu Gott gebetet, gesagt, Herr, meine Seele lechzt nach dir. Und hier steht, der Gott Israels lässt Wasser hervorbringen. Und was sagt Jesus in Johannes 7? Was sagt er? Er sagt, wer dürstet, der komme zu mir. Was sagt er mit anderen Worten? Er sagt, ich bin der Gott Israels. Die Israeliten machen, die Menschen in Jerusalem machen diese Zeremonie und sie gedenken daran, wie vor ungefähr 1500 Jahren Mose den Felsen geschlagen hat und Wasser kam heraus. Und der Felsen war ein Symbol für Jesus. Ja? Und Jesus, der wahre Felsen, steht mitten unter ihnen und sagt, hey, wenn ihr das wollt, was ihr dort theoretisch als Zeremonie praktiziert habt, kommt zu mir. Und wie viele Menschen sitzen in der Sabbatschule und beteiligen sich am Sabbatschulgespräch, aber kommen nie zu dem, von dem die Sabbatschule redet? Wie viele sitzen in der Predigt und hören der Predigt zu und sagen hinterher sogar, dass die Predigt gut war, aber kommen nicht zu dem, von dem die Predigt handelt? Wie viele singen in schönsten Tönen, aber kommen nicht zu dem, von dem sie gesungen haben? Beten vielleicht sogar in der Versammlung, beten tolle Worte, aber kommen nicht zu dem sie gebetet haben. Das macht einen großen Unterschied, ob ich eine religiöse Zeremonie absolviere oder ob mein Herz mit Jesus verbunden ist. Ob der Durst gestillt wird. Weil diesen Durst hat jeder Mensch. Jesaja 44. Noch mehr. Ihr seht also, das ist regelrecht getränkt, die Bibel, von diesen Bildern. Jesaja 44, Vers 3. Jesaja 44, Vers 3. Jesus sagt, oder Gott sagt hier, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Und jetzt kommt die Erklärung. Und da seht ihr, woher Jesus das hat. Ja? Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Also was ist das Wasser? Wofür steht das Wasser offensichtlich hier an dieser Stelle? Für den Heiligen Geist und seinen Segen. Das, was unseren innersten Durst stillt, ist der Heilige Geist. Deswegen ist es möglich, dass Menschen die Existenz Gottes kennen, so wie die Juden damals auch, wissen, dass es Gott gibt, sogar sein Wort für die Wahrheit halten, aber es fehlt ihnen an Heiligem Geist. Und ihr Leben ist total trocken. Sind zwar religiös, aber trocken. Das, was in unserem tiefsten Herzen, dieses Gefühl, mein Leben ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, ich sehne mich nach mehr Beziehung zu Gott. Das ist das Wirken des Geistes, der uns sagt, komm, lass mich hinein in dein Herz. Lass mich hinein in dein Herz. Noch ein Vers. Jesaja 55. Jesaja 55 und dort ab Vers 1. Jesaja 55, Vers 1, wohl an ihr Durstigen, wie viele von denen? Ihr Durstigen? Alle. Und dann sagt er, kommt her zum Wasser. Was sagt Jesus? Kommt her zu mir. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Wohl an ihr Durstigen, alle. Kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Was sagt Jesus mit anderen Worten? Er sagt mit anderen Worten, ihr könnt es umsonst haben. Das, was du brauchst, um dein Herz zufriedenzustellen, gibt es kostenlos. Es gibt es wirklich kostenlos. Und jeder Mensch, der sagt, Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, kann trinken. Übrigens, es gibt hier nicht nur Wasser, es gibt auch noch Wein. Ihr wisst, Wein ist ein anderes Wort für Wein in der Bibel. Ist mal ganz allgemein so, also noch nicht theologisch ausgedeutet. Das Wein, also Wein ist entweder vergorener Wein oder Traubensaft, oder? Was haben die Priester, kann ich erinnern, bei dieser Zeremonie Wasser und Traubensaft gemischt. Ja. Jesaja 55. Und natürlich, das ist vollkommen recht, dieser Traubensaft ist ein Symbol für das
Blut Jesu. Ja? Milch wird in der Bibel auch dann mit dem Wort verglichen, das jetzt für den Glaubensanfänger so wichtig ist. Aber schauen wir in Vers 2 und 3. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Könnt ihr sehen, dass Jesus, das ist, woher Jesus seine Ideen hat? Oder was er sagt, es kommt alles aus dem Alten Testament. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Wenn du Wasser haben willst, sagt Jesus, komm zu mir. Wenn dein Herz Durst hat. Ihr Lieben, wenn unser Herz Durst hat, und das kann selbst jemandem passieren, wie den Israeliten, die seit Jahrzehnten alles richtig machen, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn dein Herz Durst hat, gibt es nur, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt nur eine Möglichkeit. Komm zu Jesus. Und Jesus stillt den Durst. Und zwar nicht so ein bisschen so tröpfchenweise, sondern ich war ja gesagt, dass die Ströme hervorbrechen. Ja. Die Wüste wird wie ein Wasserteich sein. Schaut mal, wie es hier noch, was noch gesagt wird in Amos Kapitel 8, Vers 11 bis 13. Amos Kapitel 8. Und auch das kennt ihr vermutlich. In Amos Kapitel 8. Und dort Vers 11 bis 13. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, und das Wort des Herrn, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Also hier ist auch wieder das Bild vom Durst, aber was passiert hier? Was wird hier gesagt? Es kommt eine Zeit, wo der Durst nicht mehr gestillt werden kann. Wodurch wird der Durst gestillt? Was haben wir gelernt? Wodurch wird der Durst gestillt? Was sagt Jesus? Ich will was ausgießen? Mein Heiligen Geist. Und warum gibt es irgendwann eine Zeit, wo Menschen zwar noch suchen werden, aber nicht mehr finden werden? Weil der Heilige Geist sich zurückgezogen hat. Und dann werden zwar Menschen immer noch durstig sein und immer das Gefühl haben, dass etwas in dem Herzen nicht stimmt. Aber weil sie den Heiligen Geist abgelehnt haben, weil sie dessen Botschaft nicht haben wollen, können sie jetzt auch, gibt es keine Möglichkeit mehr für sie, die Herzensbedürfnisse zu stillen. Wenn wir den Heiligen Geist ablehnen, dann schneiden wir uns von der einzigen Möglichkeit ab, dass unsere Herzen glücklich werden. Wenn wir den Heiligen Geist ablehnen, dann gibt es keine andere Möglichkeit, wie unser Durst gestillt werden kann. Die Bibel sagt, es wird einen Zeitpunkt geben, da wird der Heilige Geist sich zurückziehen von der Erde. Er wird nur bei den Gläubigen bleiben, die sich für ihn entschieden haben, die für Gott sich entschieden haben, sich für Gott entschieden haben. Dieses Bild von dem Durst geht bis in die Offenbarung durch. Schauen wir in Offenbarung 21. Offenbarung 21 und dort Vers 6. Offenbarung 21 und dort Vers 6. Und da sieht man, dass dieser Ruf von Jesus nicht nur den Israeliten galt damals, den Juden in Jerusalem. Dieser Ruf von Jesus, der erschallt durch alle Jahrhunderte hindurch bis zu uns heute. Er sagt nämlich hier am Ende der Offenbarung, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wem gibt Jesus vom Wasser des Lebens? Dem Dürstenden. Dem, der feststellt, ich habe ein Problem, mir fehlt was in meinem Herzen, ich brauche Jesus. Wer nicht dürstet, wird nicht zu Jesus kommen. Deswegen sagt Jesus, wenn jemand dürstet. Deswegen sagt Jesus, glückselig sind die geistlich Armen. Wenn jemand denkt, nee, ich brauche nicht trinken, ich bin gut, der wird das Wasser des Lebens nie erhalten. Aber die feststellen, ja, in meinem Herzen fehlt was.
Ich brauche Jesus. So wie David sagt, ich strecke mich aus nach dir. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasser. Der wird getränkt. Und zwar richtig getränkt. Schaut mal, in Offenbarung 22, Vers 17. Damit enden wir für heute. Wir haben gar nicht alles geschafft. Machen nächste Woche weiter. Aber es ist so großartig. Offenbarung 22, Vers 17. Einer der letzten Verse der Bibel. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Das ist das, was Jesus sagt, nicht wahr? Das Wasser des Lebens wird in dir zu einer Quelle werden, sagt er zu der Samariterin. Ja? Und hier in Johannes 7 ja auch, nicht wahr? Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir Durst haben und zu Jesus kommen, werden wir nicht nur wir selbst gefüllt, sondern wir werden automatisch, weil wir so viel Gnade bekommen und so viel Gegenwart Gottes, dass wir es gar nicht für uns behalten können, dass wir es anders weitergeben wollen. Ja? Anders, weil die brauchen auch. Weil man kommt mal einen Blick dafür, für den anderen, der auch Durst hat, und der wird es auch brauchen. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus stand damals am letzten Tag des Laubhüttenfestes, an der letzten Gelegenheit vor seinem Tod in Jerusalem und sagt, hier bin ich. Alle eure Zeremonien, alles, was ihr macht, die ganze Zeit. Wenn ihr das wirklich wollt, wenn ihr hinter die Zeremonie schauen wollt, wenn ihr den Sinn erfassen wollt, kommt zu mir, kommt zu mir. Und egal, wer du heute bist, auch dir live zuschaut oder später es anschaut, wenn du mehr erleben willst, als nur am richtigen Tag die richtigen Lieder zu singen, den richtigen Gottesdienst zu feiern, sondern Jesus kennenlernen möchtest, wirklich, wenn deine Seele getränkt werden soll, dann komm zu Jesus. Und zwar jetzt, heute hier. Es ist umsonst. Ja. Und das ist das Tolle. Jeder, der möchte, kann trinken. Und Jesus ist für dich und für mich heute da. Wollen wir ihm dafür Danke sagen? Lass uns gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du mit deinem Heiligen Geist an unserem Herzen wirkst. Danke, dass du zu uns gesprochen hast durch dein Wort. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir Durst haben, in unserem Herzen, wenn unsere Seele sich nach Liebe und nach Geborgenheit, nach Bestätigung, nach Freundschaft, nach Angenommensein sehnt, dass wir es bei dir haben dürfen. Und zwar in vollen Zügen. Herr, vergib uns, dass wir so oft bei den gebrochenen Zisternen der Welt danach suchen, wo doch die Quelle des Lebens direkt vor uns ist. Herr, danke, dass du heute unseren Blick darauf neu gewendet hast. Wir danken für Jesus, der für uns der geschlagene Felsen geworden ist, damit wir von ihm trinken können. Hab Dank dafür. Amen.